Haus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner, präsentiert. Der nächste Urlaub kann kommen. Genießen Sie Ihre individuelle Freiheit im Wohnmobil Ford Dexter Allrad für zwei Erwachsene und ein Kind. Ab 1. April 2022 ab 85 Euro pro Tag inklusive 300 Kilometern, ab 14 Tage Miete, alle Kilometer frei. Infos vor Ort und im Internet und dann buchen, losfahren und erholen. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner in Lauchhammer und Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 14. Juli. Senftenberg will auch zukünftig staatlich anerkannter Erholungsort bleiben. Die Stadtverordneten haben dafür grünes Licht gegeben. Nun gibt es die Forderung nach einer Kurtaxe. Das berichtet die Lausitzer Rundschau. Um die Finanzierung des Tourismusangebots zu gewährleisten, hat die Fraktion der Linken Bürgermeister Andreas Friedrich aufgefordert, zu prüfen, ob nunmehr eine entsprechende Tourismusabgabe, konkret Kurtaxe, eingeführt werden könne. Den Linken schwebt dabei der 1. Januar 2023 vor. Auch der Senftenberger Gewerbeverein unterstützt die Idee einer Kurtaxe. Von Seiten der Stadtverwaltung heißt es, dass daran bereits gearbeitet werde. Zur möglichen Höhe der Abgabe gibt es noch keine Angaben. Die kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg begrüßt jetzt auch fliegende Mieter in ihrem neuen Zuhause. Dafür haben Mädchen und Jungen vom Agenda-Diplom ein Insektenhotel eingerichtet. Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die KWG Senftenberg wieder Schulkinder zum Agenda-Diplom empfangen. Das kostenfreie Ferienprogramm hat 2022 sein 10-jähriges Jubiläum. In der Hörlitzer Straße konnten die 8- bis 10-Jährigen mit Kameraden der Feuerwehr Löscheinsätze proben. Mit viel Muskelkraft und gutem Zielvermögen sollten sie Büchsen treffen. Am Nachmittag wurde das ca. 1,80 hohe Insektenhotel des Biwak-Projektes aus Großreschen befüllt. Mit viel Begeisterung und Elan wurde geschnitten, gebohrt und im Anschluss alle Fächer mit verschiedensten Materialien bestückt. Den Feinschliff übernahmen dann die Tischler der BMA. Zudem haben wir viel Neues über die Natur und die Tiere und Pflanzen des Jahres gelernt, so eine der Teilnehmerinnen über den ebenfalls angebotenen Vortrag des NABU-Regionalverbandes Senftenberg. Am Freitag findet in Lauchhammer ein erster Stadtteilspaziergang statt. Organisiert wird er von der Fraktion und vom Verein Pro Lauchhammer in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Interessierte Lauchhammeraner sind herzlich eingeladen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister und Abgeordneten sollen Ideen für ein attraktiveres Stadtbild gesammelt werden. Treffpunkt ist um 16 Uhr der Sportplatz in Lauchhammer Ost. Mit dem Fahrrad geht es weiter zum Kunstgussmuseum, über die Waldschule und den Wolschinkerteich zum Traditionsverein Feuerwehr auf dem Freier vom Steinplatz. In den Sommermonaten soll es weitere Stadtteilspaziergänge in Lauchhammer geben. In der kommenden Woche startet das Sommercamp für Jugendliche in die nächste Runde. Bereits zum vierten Mal können die Teilnehmer im Lehrbauhof Großreschen während der Ferien Handwerksluft schnuppern. Gemeinsam mit der Fahrgemeinschaft Bau Berlin Brandenburg bietet die Handwerkskammer ein abwechslungsreiches Programm. So können die Jugendlichen einen Holzstuhl bauen, Mosaike pflastern oder Metall treiben. Bei einem Ausflug in ein Metallbauunternehmen in Duben bauen sich die Jugendlichen eine Biene aus Stahl. Schwimmen, Kajakfahren und Fußballturniere runden das Programm ab. Für ein zweites Camp im August gibt es noch freie Plätze, schreibt die Handwerkskammer. Und nun weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Kurzentschlossene können sich noch für das Segelfliegercamp Flyzeit des Hochschulsports der BTU Cottbus-Senftenberg anmelden. Es findet vom 16. bis 31. Juli auf dem Sonderlandeplatz in Bronco statt. Auskünfte erteilt auch der Fliegerclub Bronco e.V.
Am 15. Juli in der Zeit von 19 bis 21 Uhr sowie am 16. Juli in der Zeit von 9 bis 11 Uhr führt die Feuerwehr Lauchhammer die wiederkehrende Hydrantenkontrolle durch. In den angegebenen Zeiträumen kann es zu Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität im Stadtteil Lauchhammer Süd kommen. Die Stadt Lauchhammer bittet um Verständnis. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 48 Jahre alten Frau aus Krienitz. Seit Dienstag, dem 12.07., wird sie vermisst. Die Gesuchte ist etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat dunkelbraune, schulterlange Haare und trägt eine ovale Brille mit braunem Rahmen. Sie war am Dienstag mit einem grünen T-Shirt und einer kurzen Jeans bekleidet und hatte eine kleine Umhängetasche bei sich. Hinweise können Sie telefonisch unter 03531 7810 mit der Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde geben. Das Land Brandenburg fördert die kommunalen Schulträger bei ihrer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe, dem Schulbau. Man habe sich vorgenommen, die Schulträger bei ihren Aufgaben im Schulbau mit 70 Millionen Euro zu unterstützen und könne jetzt bekannt geben, wie dieser Betrag verteilt werden soll, so Bildungsministerin Britta Ernst. Es wird maximal ein Antrag je Schulträger bewilligt. Nach Ablauf der Antragsfrist am 30. Juni 2022 liegen 168 Anträge aus allen Teilen des Landes vor, die das gesamte Spektrum der förderfähigen Maßnahmen umfassen und von kleineren Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bis hin zum umfassenden Neubau oder Erweiterungsvorhaben von Schulgebäuden, Schulaußenanlagen, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen reichen. Und nun der Polizeibericht. Am frühen Mittwochnachmittag kam ein Transporter bei Schipkau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Mit einem Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro wurde das nun fahruntüchtige Fahrzeug abgeschleppt. Gegen 4.30 Uhr kollidierte am Donnerstagmorgen ein Pkw bei Niemsch mit einem Reh. Das Tier verendete, das Auto blieb mit einem Schaden von rund 1.500 Euro fahrbereit. Das war Seenluft 24, der Tag, und jetzt gibt es noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Das Wochenende über ist es leicht bewölkt, aber angenehm warm. Der Freitag wird mild mit Temperaturen von 12 bis 22 Grad. Am Samstag bleibt es unverändert, allerdings ist gegen Mittag mit leichten Schauern zu rechnen. Der Sonntag wird ebenfalls lauwarm mit maximal 23 Grad.